Also erzähl mal, wie erlebst du die WM bis jetzt? Ja, mega eindrücklich. Es hat ja mega spannend angefangen mit der Reise und wir sind so ein bisschen wie ins kalte Wasser gestoßen worden mit dem Start und inzwischen sind wir gut angekommen und es macht mega Spass, da zu sein. Ja, es sind mega viele Eindrücke, die auf einem zukommen, neue. Und ja, jeder genießt das so gut wie er kann natürlich, die Zeit hier. Wie fühlst du dich hier im Hotel? Das Hotel ist mega gut ausgestattet. Wir werden auch sehr gut behandelt. Es klappt soweit eigentlich fast alles. Wenn man ein paar Mal mehr nachfragt. Aber wir fühlen uns wohl, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder schläft auch gut. Das ist wichtig, dass er sich gut erholen kann. Und wir haben einen Kraftraum zur Verfügung. Das Essen ist gut, also mega viel zur Auswahl. Ja, nein, wir fühlen uns wohl. Hat es denn beim Essen etwas Spezielles, das du gar nicht gewohnt bist? Oder etwas, wo du sagst, hey, cool, kann ich da mal essen? Es ist eine mega grosse Auswahl am Dessertbuffet. Nein, ja, es hat schon noch so natürlich ägyptische Spezialitäten dabei, wo man sich nicht so gewöhnt ist, aber wo fein sind und wo man gerne mal probiert. Ja, mit dem Magen ist es halt dann die Frage, ob man das verträgt oder nicht. Aber ich bin bis jetzt zum Glück bin ich davon verschont geblieben mit Magenbeschwerden. Jetzt ist in der Schweiz irgendwie 1 Meter Schnee und da sind wir so. Ja, irgendwo zwischen Frühling und Sommer. Ist es schön an der Wärme zu oder irgendwie ein bisschen schade, dass jetzt die Bilder in der Schweiz verpasst ist? Ich genieße es mega an der Wärme zu sein, weil wir vor allem, wir Spieler sind meistens so im Januar, sind wir schon wieder voll im Trainingsmodus in der Schweiz und haben das ja auch so ein bisschen halt die Kälte intus in den letzten Jahren. Und jetzt an der Wärme zu sein, ist einfach wie so ein bisschen. Wie soll ich sagen, es tut extrem gut. Man merkt, die Sonne hat Auswirkungen auf einen, persönlich auf mich, macht es mich glücklicher und ja, man merkt, wie das Vitamin D halt etwas auslöst. Ja. Jetzt sind wir in einer Bubble drin, eigentlich kann man sagen, mehr oder weniger eingesperrt im Hotel. Kommst du gleich etwas davon mit, über wo das bist, von der Umgebung? Ja, auf jeden Fall. Wir sehen auf Pyramiden, auf die Weltwunder, das ist unglaublich. Wir haben sie auch kurz im Bus anschauen. Mega, mega spannend. Und natürlich tut man sich dann ein bisschen über die Sache informieren und lesen. Und es ist wirklich eindrücklich, was man so eben, was in gewissen Ländern zu besichtigen gibt. Auf was freust du dich am meisten in der Hauptrunde? Ja, auf jedes weitere Spiel, das wir können spielen natürlich. Ja, es ist toll, dass wir jetzt in die Hauptrunde gekommen sind und wir haben weiterhin nichts zu verlieren. Also ich denke, eben schon nur, dass wir jetzt mal dabei können, ist top und wir haben jetzt extrem gute, meiner Meinung nach, Vorrunde gespielt. Schade, haben wir uns nicht können belohnen vor allem mit dem Spiel gegen Frankreich. Aber ich glaube, das sollte uns Mut geben. Und jetzt haben wir noch einen Tag Zeit, um das ein bisschen verdauen und dann müssen wir halt wirklich noch mal voll angreifen gegen Island im ersten Spiel.